Wenn ich immer wieder höre oder irgendwo lese, dass eine Waschmaschine für einen bestimmten Haushalt, einen kleinen Haushalt, nur ein kleines Fassungsvermögen haben sollte oder für eine Großfamilie auf jeden Fall ein großes Fassungsvermögen, das lässt sich so pauschal gar nicht beantworten. Bei einem großen Haushalt von 4, 5, 6 oder mehr Personen fällt natürlich viel Wäsche an. Klar muss dann auch eine große Waschmaschine her. Doch das heißt nicht unbedingt im Umkehrschluss, dass der Single-Haushalt nicht auch eine große Waschmaschine gebrauchen könnte. Dazu müssen wir uns mal die verschiedenen Programme anschauen. Hier haben wir jetzt eine Waschmaschine, da können wir bis zu 8 Kilo Wäsche hineinfüllen. Doch wenn wir uns jetzt mal die Programme genauer betrachten, haben wir hier bei Baumwolle 8 Kilo, bei Pflegeleicht nur noch 4 Kilo und bei Feinwäsche 3 Kilo, bei Wolle sogar nur noch 2 Kilo und Seide sogar nur 1 Kilo. Wie ihr seht, ist von 8 Kilo bis zu 1 Kilo alles dabei. Das hat auch einen guten Grund. Baumwolle, die bis zu 8 Kilo beladen werden kann, ist ja auch ein robusterer Stoff. Die kann mehr Reibung aushalten und je mehr Wäsche in der Waschmaschine ist, desto mehr reibt sie auch aneinander. Je feiner das Textil wird, also pflegeleichte Wäsche, Feinwäsche oder sogar Seide, die braucht mehr Wasser, dass sie nicht so doll aneinander reibt und durch das Wasser mehr gleitet und durch die leichten Bewegungen gereinigt wird. Also haben wir auch bei großen Trommeln mit 8 oder 9 Kilo bei pflegeleichter Wäsche nur die Möglichkeit, die Waschmaschine halb zu beladen. Also sagt in dem Programm diese 9 Kilo gar nichts aus. Andersrum bedeutet es aber auch, dass der Single-Haushalt gut mit einer 9 Kilo Waschmaschine auskommen kann. Mit der pflegeleichten Wäsche 4 Kilo bekommt man als Single-Haushalt, naja, vielleicht auch hin. Oder ist ein Zwei-Personen-Haushalt, dann sammelt man entweder ein bisschen länger oder man hat diese sogenannte Mengenautomatik, wo die Geräte erkennen, wie viel Wäsche drin ist und entsprechend den Wasserverbrauch anpassen. Trotzdem ist es natürlich am effizientesten, das Gerät für das spezielle Programm immer so voll zu beladen, dass es auch optimal genutzt wird. Auch der Single-Haushalt kann mit einer 9-Kilo-Maschine also gut auskommen, wenn man zum Beispiel die große Trommel dafür nutzt, dass man Kopfkissen selber wäscht, Bettdecken selber wäscht. Dadurch ist die Trommel ja groß und hat den Raum, ja, diese speziellen Programme hat für Daunen, für Oberbetten. Dadurch muss der Ein- oder Zwei-Personen-Haushalt die Daunen- und Federbetten nicht irgendwo hinbringen. Wie wichtig es übrigens ist, regelmäßig das Kopfkissen zu waschen, habe ich mal in einem anderen Video gezeigt. Das verlinke ich euch gerne hier. Allgemein ist natürlich zu sagen, dass diese ganzen Angaben mit Trommelvolumen und so weiter ja immer nur ungefähre Angaben sind. Auch Thorsten hat dazu mal ein Video gemacht und ist dem Ganzen mal genauer auf den Grund gegangen, was das überhaupt bedeutet, 9 Kilo oder 7 Kilo zu haben. Die Großfamilie ist also mit einer 8 oder 9 Kilo Trommel gut bedient, weil sowas wie Baumwolle auch ja, viel gewaschen werden kann und eine große Menge auf einmal gewaschen werden kann. Aber es bedeutet nicht unbedingt im Umkehrschluss, dass der Ein- oder Zwei-Personen-Haushalt auf gar keinen Fall eine 9 Kilo Waschmaschine kaufen sollte, denn da gibt es eben